Überraschungsfund auf der Erde. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass in Gewittern Antimaterie entsteht. Das haben Messungen des Weltraumteleskops Fermi der US-Raumfahrtbehörde NASA ergeben. Fermi spürt mit seinen Sensoren Gammastrahlung auf. An jedem der eingezeichneten Punkte konnte Fermi diese Strahlung detektieren. Sie entsteht, wenn sich Materie und Antimaterie gegenseitig zerstrahlen. Auslöser für die Entstehung der Antiteilchen, sprich die Positronen, sind elektrische Felder, die sich an der Oberseite von Gewitterwolken bilden. Unter bestimmten Bedingungen können sie so stark werden, dass sie freie Elektronen fast mit Lichtgeschwindigkeit nach oben beschleunigen. Treffen diese dann auf Luftmoleküle, werden die Elektronen gestreut, wobei sie Gammaquanten abstrahlen. Trifft diese Strahlung dann wieder auf Atome, entstehen Elektronen und Positronen. Diese geladenen Teilchen bewegen sich anschließend entlang des Erdmagnetfelds. Prallen die Positronen nun auf Fermi, zerstrahlen sie, Gammastrahlung entsteht. Diese kann Fermi messen. Dass auf der Erde Antiteilchen entstehen, erstaunte die Wissenschaftler, denn eigentlich tauchte Antimaterie auf der Erde allenfalls auf, wenn Teilchen aus den Weiten des Weltalls in der Erdatmosphäre auf Luftatome trafen oder Wissenschaftler im Kernforschungszentrum CERN die Antimaterie im Teilchenbeschleuniger künstlich erzeugten.